Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meinem neuen Videoclip. Herzlich willkommen im Kirmespark Meppen. Mein Name ist Walter Adriano Horz. Ich bin stellvertretender Vorsitzender vom Schaustellerverein Tecklenburger Land. Sitz in den Büren. Ich bin Hauptorganisator vom Kirmespark. Hier neben sitzt mein Kollege Ron Oberschelp. Moin. Er ist unser Marketingbeauftragter in den ganzen Parks, die wir momentan veranstalten. Hier bei uns im Kirmespark Meppen haben wir folgende Attraktionen. Wir haben eine große Schaukel da von den Lagerien, die bis zu 17 Meter hoch schaukelt. Dann geht es weiter mit, auch für die Kinder, Bungee-Trampolin, Autoscooter. Wir haben zwei Laufgeschäfte, ein Scheibenwischer der Familie Braun auch noch. Und natürlich der Breakdance. Dann geht es weiter mit dem Musikexpress, den Hollywoodstar, das klassische Familienkarussell. 40 Meter Rutschbahn haben wir. Dann haben wir noch den High Impress. Diverse Kinderfahrgeschäfte haben wir auch. Zwei Kinderkarussells, ein Babyflug. Darf es ja auch nicht an der Gastronomie fehlen. Wir haben Ausschank, kirmestypische Spezialitäten wie der Vollimbiss, Kreppes, gebrannte Mandeln. Es ist eigentlich alles wieder da für die ganze Familie. An Spielgeschäften haben wir auch alles, das bekannte Entenangeln, Ballwerfen, Faden ziehen. Also wir haben eine große Verlosung diesmal mit dabei. Eigentlich alles, was das Herz begehrt. Adriano, gab es Probleme mit der Genehmigung für diesen Kirmes-Freizeitpark oder lief alles glatt? Ja, also genehmigungsmäßig war es eigentlich relativ fix, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, es gibt Corona-Schutzverordnung. Da muss auch eine Stadt sich dran halten und man muss aber auch sagen, wir wollen hier Meppen mit offenen Armen empfangen. Also man muss sagen, die ganze Stadtverwaltung steht hinter dieser Veranstaltung hier und wir haben sehr eng mit der WIM zusammengearbeitet hier in Meppen, der Herr Limbeck, und ich muss sagen, also das ging wirklich relativ fix und zügig. Wie sind hier die Öffnungszeiten für diesen Kirmespark? Montags öffnen wir um 14 Uhr bis 22 Uhr, Dienstag haben wir Ruhetag. Mittwoch öffnen wir auch wieder um 14 Uhr bis 22 Uhr. Donnerstag auch von 14 bis 22 Uhr. Freitag von 14 bis 22 Uhr. Und Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 22 Uhr. Kannst du uns was zu den Parkmöglichkeiten und Eintritt sagen? Ja, wenn wir mal zum Parken kommen. Wir haben hier vor unserem Kirmespark eine große Parkfläche zur Verfügung gestellt. Da kann man gut parken. Der Eintritt beläuft sich auf 1 Euro. Für Kinder ab 4 Jahren. Wie ist das hier mit den Corona-Regeln? Hier im Kirmespark Meppen haben wir aktuell keine Testpflicht. Wir haben auf dem Gelände selber auch keine Maskenpflicht, aber in den Warte- und den Anstellbereichen oder an der Gastronomie oder in jeweils einzelnen Karussells, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, besteht Maskenpflicht. Wir haben uns ja jetzt ein Jahr nicht mehr gesehen. Wie habt ihr diese schwere Zeit erlebt? Ja, das Jahr war für uns, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat schon an den Nerven gezerrt. Das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Jahr für uns, weil man verfolgt die Medien und muss sagen, ja, den einen Tag hört man, oh, das geht mit dem Impfen voran. Den anderen Tag hört man dann wieder, dass es eher schleppend läuft. Und ja, man muss sagen, gut, die Hilfen sind bei uns alle mittlerweile angekommen oder bei den meisten. Die helfen uns auch ein bisschen weiter, aber trotzdem haben wir Schausteller natürlich Angst, dass da auch Strukturen wegbrechen, weil es ist ganz einfach so, es gibt mittlerweile Kinder, die sind 4 Jahre und die sind noch nie in ein Kinderkarussell gefahren. Ich bin hier vor circa 2 Wochen aufgefahren auf dem Platz und ich habe selber einen Sohn, der ist 2,5 Jahre und der hat geguckt, als wenn er auf dem Mars ist. Er selber kannte das gar nicht mehr und das ist schon erschreckend. Das ist für uns Schausteller, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr emotional. Und uns fehlt einfach die Perspektive, ne? Es ist ja auch so, wenn man mal guckt, wenn man die feste, bestehende Gastronomie sich anguckt, es ist schon teilweise keine Gleichbehandlung. Man muss ganz ehrlich sagen, wo ist der Unterschied, ob ich auf einer Kirmes in einer Reisegastronomie sitze oder in einer Innenstadt in einer Reisegastronomie? Wo ist denn der Unterschied, ne? Wir hoffen einfach, dass wir da wirklich in Zukunft einfach eine Gleichbehandlung bekommen. Und was für uns Schausteller sehr, sehr schwierig ist, sind die einzelnen Bundesländer, die einzelnen Verordnungen. Die sind alle unterschiedlich. Und das ist auch ein ganz, ganz schwieriges Unterfangen für uns. Ne? Wir hatten gestern Abend hier mit der Stadtverwaltung, mit der Politik und mit den Einzelhandel eine Präsentation vom Freizeitpark. Und unter anderem haben wir ein, zwei Attraktionen aufgemacht und unsere Gäste sind in die ein oder andere Attraktion eingestiegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da hat man mal das erste Mal wieder dieses laute Schreien und auch dieses Lachen im Karussell gehört. Und ich muss sagen, ich habe das in den Gesichten meiner Kollegen gesehen, also auch mir selber, mir ist schon so ein Schauer den Rücken runtergelaufen. Einfach mal wieder
diese Lebensfreude zu hören. Ne? Es ist hier für uns auch wieder, genauso wie letztes Jahr in Dürnbüren, extrem, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Da fehlen mir die Worte. Das ist sehr emotional. Im vergangenen Jahr gab es ja das Ibiland in Dürnbüren. Wie ist es in diesem Jahr hier? Ist das derselbe Park in einer anderen Stadt oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also im vergangenen Jahr waren wir in Dürnbüren mit dem Ibiland. Wir fahren auch dieses Jahr wieder nach Dürnbüren, so wie es aussieht. Klar, man kann natürlich noch nicht sagen, wie zu dem Zeitpunkt angedacht in Dürnbüren ist der 3. September. Nur wie es dahin, ich sag mal, mit der Delta-Variante oder allgemein mit der Verordnung aussieht, das kann jetzt noch kein Mensch sagen. Ja, hier haben wir den Namen Kirmes-Freizeitpark. Es ist im Grunde genommen das Ibiland, aber er heißt diesmal hier Kirmes-Freizeitpark. Wird ja auch rekommandiert auf diesem Platz? Ja, wir haben uns dazu entschieden, dieses ganze Gelände so aufzubauen, dass es einer Kirmes wirklich so gut wie es geht, unter Corona-Bedingungen die Kirmes nahe zu kommen. Das heißt wirklich, jedes Karussell oder jedes Fahrgeschäft spielt seine eigene Musik und es wird hier auch ganz normal rekommandiert, wie es Kirmes üblich einfach üblich ist. Zum Spaß, eine gibt's doch hier. Jawohl, hier gehen wir nochmal, könnte Baby. Hey! Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Fritz Braun Junior. Ich bin der erste Vorsitzende vom Schaustellerverband Nordhorn. Bin Mitorganisator hier von dem Kirmespark in Meppen. Bin Betreiber von den Autoscooter Speedwife mit den neuesten Autos mit der Drift-Technik. Das kommt ganz gut an bei den Besuchern. Hatten wir letztes Jahr in Ibiland in Büren auch schon. Ja, mein Autoscooter ist von der Firma Adesco. Einer der modernsten seiner Art. Ist komplett transportabel auf einem Mittelbauwagen. Alles hydraulisch zum Klappen. Aufbauzeit mit einer Person circa 6 Stunden. Na, also das ist schon was. Wenn man früher überlegt, früher brauchte man 4 Mann Personal und war 2 Tage am Gange. Na, das ist schon eine ganz große Erleichterung für uns. Na, und auch mit den neuen Fahrzeugen, mit der Drift-Technik, was bei den Besuchern sehr gut ankommt. Na, so ist man immer dabei, versucht immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Sind wir auch wieder froh, wenn irgendwann mal die Pandemie zu erliegen kommt und wir wieder ganz normal unsere traditionellen Volksfeste halten können. Weil wir sind zwar hier auf dem Kirmespark, das ist auch alles ganz schön und alles ganz toll. Ne, aber ist klar, wir haben eine Besucherzahlbegrenzung. Und das muss ja irgendwann mal wieder Normalität einkehren, dass jeder Besucher wieder so eine Veranstaltung auch besuchen kann. Ne? Ja, hallo, mein Name ist Luis Oberschepp. Ich bin vom Eibenbriss und wir sind jetzt zurzeit in Meppen. Meppen Kirmespark heißt das Ganze hier. Und ja, freuen uns wieder hier zu sein, freuen uns wieder loszulegen. Ja, unsere technischen Daten, wir haben eine Kapazität von 20 Personen. Unsere Maße sind 19 x 18 Meter. Ja, Höhe 12 Meter. Wir haben eine Geschwindigkeit bis zu 4G. Der Hersteller von dem Fahrgeschäft ist Fabri aus Italien. Und ja, wir haben das Fahrgeschäft jetzt schon seit 2007 haben wir das jetzt. Hast du am Geschäft was neu gemacht? Ja, Markus, wie du weißt, machen wir ja jedes Jahr immer was. Wir versuchen immer, unser Geschäft irgendwie zu verbessern und schöner zu gestalten. Und ja, dieses Jahr habe ich auch wieder viel gemacht. Ich habe die Platten von den Gondeln wurden neu verblecht, habe ich dann auch anschließend neu lackiert. Die Platte wurde hier auch nochmal komplett gestrichen. Das Design diesmal wurde auch ein bisschen verändert. Wir haben jetzt statt das Ausrufezeichen, haben wir jetzt diesmal einen Blitz genommen, damit mal ein bisschen was anderes ist, ein bisschen Veränderung drin ist. Ansonsten haben wir wieder viele neue LED-Beleuchtungen bekommen. Unsere Scheinwerfer wurden erweitert. Ich habe sie einmal neu positioniert. Anschließend habe ich dann noch das Kassenschild neu verblecht, neu lackiert. Und dann kamen da auch nochmal neue LEDs rein. Und so großartig war es das eigentlich. Ne? Viele Kleinigkeiten wie immer. Viele Schrauben wurden wieder erneuert. Aber das machen wir ja fast jedes Jahr. Das Fahrgeschäft wird auf 2 Transporten verladen. Wir haben einen Mittelbauwagen und einen Packwagen. Kannst du uns mal was dazu sagen, wie du die letzten Monate erlebt hast? Ja, du weißt ja schon vom letzten Jahr, wie es war. Im letzten Jahr haben wir ja auch ein paar Pop-Up-Parks gemacht. Ist natürlich immer noch nicht so wie eine normale Kirmes, aber ist besser wie zu Hause rumzusitzen. Ne? Mit den High Impress ist das unser erster Pop-Up-Park dieses Jahr. Und davor waren wir in Lingen. Da waren wir mit dem Mr. Gravity vertreten. Der ist jetzt, zurzeit ist er jetzt in Kassel. Da haben wir auch wieder Sommerspaß, machen wir da. Unsere Rutsche haben wir hier auch diesmal in Meppen aufgebaut. Wir sehen ja hier das Fahrpult. Kannst du uns das vielleicht mal erklären? Ja, das Fahrpult. Ich habe hier 2 Drehpulis, um die Geschwindigkeit zu steuern von den Armen und von der Platte.
Hier auf der Seite ist alles Sicht. Zusätzlich habe ich ja hier noch verschiedene Effekte drin. Ich habe Lufteffekte, Wasser habe ich. Unsere Feuerfontäne ist ja auch mit eingebaut. Also alles in dem Fahrpult habe ich eingebaut. Ja, und auf der rechten Seite ist eigentlich alles zum Fahren. Fahrbereit, Start. Hier sehe ich, ob ich Freigabe habe, ob die Bügel geschlossen sind. Dann kann ich die Türen hier drüber steuern. Sehe hier auch immer über die ganzen Positionslampen, wo der Arm sich gerade befindet, ob der in der Parkposition ist oder ob die Platte in der Parkposition ist. Dann sehe ich hier noch, ob die Bremsen drin sind, ob die Gondelbremse drin sind, ob die Armbremse drin ist oder ob die Bremse von der Platte drin ist. Wie ist das jetzt, wenn man damit fährt? Wie funktioniert das? Ja, wenn man es weiß, ist es eigentlich ganz einfach. Denn man muss natürlich zuerst muss man gucken, ob die ganzen Bügel geschlossen sind, ob denn die Freigabe da ist. Wenn die Freigabe da ist, werden die Türen vorne geschlossen, damit auch keiner mehr das Fahrgeschäft betreten kann während der Fahrt. Ja, und dann brauche ich nur fahrbereit Start drücken und dann geht es schon los. Und das, den Rest machen wir alles manuell. Also wir haben kein Automatikprogramm. Wir machen alles selbst so, dass wir die Fahrt auch immer auf dem Publikum abstimmen können. Ansonsten haben wir hier, rechts steuere ich die ganze Musik und die Soundeffekte werden hier über der Box gesteuert. Kennst du ja bestimmt auch, hast du auch schon, haben viele die Soundbox. Ja, Musik mache ich momentan über Spotify, aber damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Da hat man immer die neueste Musik drauf und ja, ist alles online gesteuert. Ne? Ja, Luis, schön dich mal wieder zu sehen und ich hoffe, wir sehen uns in diesem Jahr nochmal irgendwo. Ne? Ja, ich hoffe, du kommst mich auch wieder besuchen. Ne? Auf jeden Fall. Wo wird man euch noch sehen demnächst? Ja, hiernach sind wir mit den High Impulse und mit der Rutsche fahren wir nach Rheine. Da wird auch wieder dieses Jahr ein Pop-Up-Freizeitpark gemacht, so wie letztes Jahr. Ja, da haben wir das Glück, dass wir auch dabei sind. Oh Mensch, das war doch erst zum Angewöhnen. Guck mal, fangen wir mal richtig an. Wir drehen den Teller schneller, wir geben Gas, wir bringen Schwung in die Gäste, besser denn jetzt gesund. Hallo, ich bin der Romano Lagerin. Ich bin hier in Meppen auf dem Kirmespark, betreibe den Hip-Hop-Fly und ich freue mich, hier zu sein bei euch. Wir haben den Hip-Hop-Fly jetzt seit 8 Jahren. Wir haben den damals gekauft von dem Jürgen Noack. Der Hersteller ist KMG in Holland. Wir sehen ja hier das Fahrpult. Kannst du uns das vielleicht mal erklären? Also im Groben sieht es so ganz einfach aus. Wir haben hier oben die drei wichtigsten Leuchten. Die sind auch direkt ausgeschildert. Die haben ja einmal die Störungsleuchte, wo wir hoffen, dass die so wenig wie möglich oder gar nicht angeht. Für die Sicherheitsbügel, dass die alle geschlossen sind. Und einmal, dass die 100% Fahrt aktiv ist. Hier, das ist alles Licht, die und diese komplette Sparte. Hier haben wir den Start, den Stoppknopf. Für die Sicherheitsbügel, dass sie geschlossen oder geöffnet werden, das kann man dann einstellen. 15% Fahrt, 40% Fahrt, 100% Fahrt, Reset, Blackout, damit das Licht komplett ausgeht. Hier haben wir Beleuchtung sperren oder öffnen, damit es nicht ausgeht. Muss auch sein, ne? Hier haben wir den Notaus, der größte Knopf, den Hauptschalter fürs Fahrpult zum Ein- und Ausschalten, Gondel links, rechts drehen und die Gondelgeschwindigkeit hier unten als Podi, stufenloses Podi. Wie lange geht hier so eine Fahrt? Also die Fahrt ist auf maximal 3 Minuten begrenzt vom TÜV. Wie lange dauert der Auf- und Abbau von diesem Geschäft? Das kommt drauf an. Wenn man sich beeilt, kann man es auch in 3 Stunden schaffen. Aber in der Regel bauen wir auf und bauen ab so zwischen 5 und 6 Stunden. Ja? Und wenn wir uns beeilen, dass es wirklich mal schnell gehen muss, dann sind es auch mal 3 Stunden. Ja? Auf wie viel Transport dann wird das Geschäft verladen? Wir haben 2 Mittelbauwagen, die werden aneinander gestellt. Dann haben wir einmal die Kasse. Wie wird das Geschäft aufgebaut? Im Endeffekt ist es ein ganz großes Puzzle.
Im Endeffekt wird es wirklich so aufgebaut, wie man sich das vorstellt. Man stellt eine Seite, durch die Hydraulik kann man eine Seite komplett aufstellen von dem Fahrgeschäft, ja, nachdem es zusammengefahren worden ist. Und dann werden die Arme nach drüben geklappt. Man lässt den großen Pendelarm ab, macht die Gondelarme und die Gondeln dran und dann ist man eigentlich schon durch. Der Hip-Hop-Fly bietet euch eine geile Adrenalinfahrt und macht auch mega Spaß dadurch, dass man sich gegenseitig anschauen kann. Durch diese Pendelbewegung bis ganz nach oben ist man auch ganz kurz schwerelos, wenn man ganz oben ist und wieder nach unten fällt. Und ich denke, das ist das, was auch den Hip-Hop-Fly auszeichnet und was auch mega Spaß macht bei dem. Und bietet trotzdem das Gefühl von Sicherheit und von Beständigkeit. Das Hip-Hop-Fly-Team freut sich, euch auf den Kirmespark in Meppen zu begrüßen. Und wir bieten euch hier eine richtig geile Fahrt auf dem Hip-Hop-Fly. So, eine kleine Gesichtskontrolle für euch. Wie schaut's aus da oben? Seid ihr alle noch fit? Wollt ihr alle noch eine Zugabe? Eieiei, was ist denn hier los? Eingeschlafen oder bewusstlos? Ich will was hören von euch. Wollt ihr denn noch eine Runde? Na logisch, dann drücken wir nochmal auf die Tube. Da gehen nochmal Gas, gehen wir los hier. Here we go, let's dance, ready. Und ab geht's. Super. Ja, mein Name ist Fritz Braun Senior. Dieses Karussell hier, Scheibenmischer, genannt Super Dance. Und der Hersteller ist die Firma Kilian aus Tschechien. Da ist er gebaut worden. Die Maße von diesem Karussell sind ohne Kasse 16 x 5 Meter. Gesamtgewicht 20 Tonnen. Ist ein Sattelaufleger, ein Anhänger, alles drauf. Ja, ich meine, wir laden sehr herzlich immer ein, hier die Veranstaltung zu besuchen. Also jetzt ungelogen, mir hat es sehr, sehr gut gefallen hier. Fahrt mal nach Meppen hier zum Kirmespark. Super Attraktion, super Stimmung und nette Schausteller. Hallo, mein Name ist Adolf Christian Horst. Ich bin Betreiber dieses Entenangeln da drüben. Und ich habe da unten unterm Dach habe ich eine Eisenbahn eingebaut, um die kleinen und großen Gäste auf unseren Plätzen anzulocken. Und wir laden alle großen und kleinen und alle jungen und junggebliebenen Zuschauer nochmal recht herzlich ein, diesen Park auch einmal zu besuchen.